Ob es 2021 das letzte Mal möglich sein wird, einen bezahlbaren Urlaub zu machen, das hängt von einer wichtigen Entscheidung ab, die wir alle dieses Jahr fällen sollten. Und zwar geht es um die Bundestagswahlen und um die damit einhergehende Politik, die wir alle erwarten dürfen. Viele von Ihnen haben es im Auge, die grüne Agenda rollt auf uns zu. Es wird bereits über viele kritische Themen im Zuge der Reisepolitik gesprochen. Und wir alle müssen uns Gedanken machen, ob das ist, was wir wollen. Und deswegen möchte ich heute mit Ihnen in diesem Video darüber sprechen, welche Konsequenzen diese Politik für uns haben wird und ob das Reisen vielleicht bald unmöglich sein wird. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Und warum spricht jemand, der sich eigentlich mit Edelmetallen beschäftigt, über das Thema Reisen? Denn Reisen ist ja nur ein Unterpunkt der neuen grünen Agenda. Frau Baerbock hat es bereits angesprochen. Inlandsreisen unter 800 Kilometer sollen verboten werden per Flugstrecke. Das soll bedeuten, die Fluggesellschaften, die wir jetzt im Zuge der Pandemie gerettet haben und die Fluggesellschaften, die sozusagen durch Steuergelder künstlich am Leben gehalten wurden, denen soll jetzt die Existenzgrundlage im Inlandsbereich genommen werden und die Menschen sollen lieber auf engstem Raum zusammengequetscht mit der Bahn reisen. Und die Bahn, die natürlich auch enorm von dieser Politik profitiert, könnte ebenfalls ein großes Interesse haben, dass derartige Politiker in diese ja wichtige Rolle für unser Land gedrängt werden, anders kann man es gar nicht sagen. Im Übrigen ist es wichtig und viele Ihrer Kommentare, die Sie hier unten reinschreiben, die schaffen wir es aus Gründen der Anzahl nicht mehr zu beantworten. Deswegen bitte ich Sie wirklich, die Glocke zu aktivieren neben dem Abonnieren-Button, damit wir auch die Kommentare, die sehr schnell kommen, beantworten. Wir werden schauen, dass wir die Kommentare, die sehr früh kommen, priorisieren, sodass Sie auch immer Antworten auf die guten Fragen bekommen. Jetzt schauen wir uns aber mal an, was eigentlich im Laufe der letzten Monate passiert ist. Am 11. März 2020 kam ein Tag, der unser aller Leben verändert hat, und zwar wurde offiziell die Pandemie ausgerufen. Und die Zeit rennt und viele befinden sich ja immer noch im zweiwöchigen Lockdown, der mittlerweile schon ein Jahr andauert. Das muss ich fast schon mit einem Schmunzeln sagen, aber unsere Politik hat immer und immer wieder neue Gründe gefunden, warum es Sinn macht, die Menschen zu Hause im Hausarrest zu behalten. Wir bewegen uns aber auf eine Art Zweiklassengesellschaft zu und das große Thema, das ich jetzt hier gar nicht weiter breitreden möchte, ist das, was die Gesellschaft mehr spaltet, als wir es jemals zuvor in den letzten Jahren, ja, bis zurück in den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Die Politik hat also eines geschafft, das Volk ist gespalten. Wir haben sehr extremistische Ansichten, egal ob es nach links oder nach rechts geht, ob es in den Öko-Bereich, also in den grünen Bereich geht und die ökofaschistische Politik an der Stelle steht. All das sind Themen, die die Menschen spalten und die es kaum mehr zulassen, dass wir eine Mitte finden, in einem Dialog sozusagen zu einer ähnlichen Meinung kommen, sondern es gibt nur noch Schwarz und Weiß. Und man lässt es gar nicht mehr zu, dass die Menschen auch in verschiedenen Richtungen mit verschiedenen politischen Ansichten trotzdem ähnliche Meinungen haben dürfen. Man wird ganz schnell in eine Ecke gestellt und die Menschen suchen im Zuge der bevorstehenden Urlaubssaison natürlich nochmal einen Strohhalm, der sie auch aus Sicht der Psyche am Leben hält. Denn sie haben es bestimmt auch im Freundeskreis und im Umfeld mitbekommen. Es gibt immer mehr Menschen mit Burnout, es gibt immer mehr Ausfälle, es gibt immer mehr psychische Erkrankungen, vor allem auch bei Kindern. Und all das kommt natürlich durch die Folgen, die tatsächlich mit der Pandemie zu tun haben, die aber auch Dunkelziffern sind, weil man natürlich mit aller Gewalt versucht, die Corona-Patienten am Leben zu halten und die Versorgung aufrechtzuhalten. Und wenn auch viele kritische Stimmen sagen, dass es viel mehr Folgeschäden gibt, viel mehr Kollateralschäden, dann spielt es für viele doch eine viel wichtigere Rolle, als ich im ersten Moment gedacht habe, dann in den Urlaub zu fahren. Denn gerade im Zuge der Impfagenda hört man immer öfter, eigentlich wollte ich mich ja nicht impfen lassen, aber ich habe es dann trotzdem gemacht, weil ich in den Urlaub möchte. Oder eigentlich wollte ich es nicht, aber ich möchte jetzt auch nicht der Einzige sein, der es dann nicht tut. Und genau diese Propaganda, hier möchte ich an der Stelle mal einen kleinen Song einblenden von der österreichischen sogenannten Gesundheitskasse, der gerade in den Medien umhergeht. Baby, lass uns impfen, ich und du, wir zwei. Lass uns hier verschwinden, endlich sind wir frei. Zeigt eigentlich, in was für einer verrückten Zeit wir uns alle bewegen. Es soll also sozusagen alles dahin gehen, dass es nur noch eine Freiheit gibt, die gespritzte Freiheit. Und diese Freiheit spaltet auch uns beim Reisen, denn in Zukunft wird es nur noch für Getestete, Genesene und Geimpfte möglich sein. Und der grüne Impfpass, wieder die Farbe grün, der sozusagen in diesem Zusammenhang steht, wird das sein, was die Bevölkerung mehr denn je spaltet. Warum aber dieses Jahr die Reisen im Preis nach oben schießen, liegt zum einen daran, weil natürlich viele Anbieter auch insolvent sind, weil es vielleicht auch viele Hotels in diesem Bereich so mit den großen Angeboten gar nicht mehr gibt. Und zum anderen, das Reisen aufgrund der immer steigenden CO2-
oder der CO2-Steuern, der immer steigenden Kerosinpreise teurer wird und dass die neue Agenda, die grüne Agenda nicht möchte, dass wir einfach blind und massenhaft überall hinfliegen, ohne drüber nachzudenken, was so ein Flug eigentlich kostet. Im Zuge der letzten Jahre war es ja eigentlich gang und gäbe, dass die Flüge immer günstiger wurden. Und genau das ist das, was die grüne Politik jetzt beenden möchte. Also überlegen Sie sich sehr, sehr gut, wen und was Sie wählen, wenn Ihnen zum Beispiel auch das Reisen am Herzen liegt. Oftmals hört man auch in Argumentationen das Argument, dass eigentlich grün ja gar nichts Schlechtes ist. Unsere Umwelt sollte uns am Herzen liegen und glauben Sie es mir, die liegt mir genauso am Herzen wie vielen unserer Zuschauer. Nichtsdestotrotz muss man nicht alles damit begründen, dass man das Klima schützen will. Selbst die Europäische Zentralbank mischt sich mittlerweile in den Klimaschutz ein. Die Frage ist, warum? Eigentlich sollte die Aufgabe nämlich die Zinsstabilität und die Geldpolitik sein. Wenn die aber nicht mehr unter Kontrolle zu behalten ist, muss man sich andere Baustellen schaffen und bauen, mit denen man dann entsprechend Geld verdienen kann. So ist es und so muss man es ganz klar sagen. Und das Zitat: Es ist nicht fair, Kerosin mit Steuergeldern zu subventionieren, während gerade zu Stoßzeiten Fernfahrten mit Bahn sehr teuer sind, kommt von niemand Geringerem als, dreimal dürfen Sie raten. Erinnern Sie sich noch an das letzte Video, als ich zwei Tankbelege in die Kamera gehalten habe, die bereits über 2 Euro pro Liter lagen? Auch das ist noch lächerlich, wenn wir uns anschauen, was hier in der nahen Zukunft auf uns zurollt. Die Zukunft des Reisens ist also in Gefahr und ich muss an der Stelle ganz klar sagen, es liegt in Ihren Händen, die Wahl ordentlich wahrzunehmen in einer entsprechenden Anzahl der Bevölkerung, denn all diejenigen, die zum Beispiel sagen, ich gehe nicht wählen, weil eine Wahl sowieso nichts verändert, spielen genau denjenigen, die hinter einer idealistischen Politik stehen, in die Karten. Also rufe ich jeden dazu auf, sich eine Meinung zu bilden und vor allem auch eine kritische Meinung über seriöse Quellen, die jeder für sich selbst als seriös einstuft. Man muss sich auch die Frage stellen, ob die Mainstream-Medien, wie wir sie alle kennen, tatsächlich die seriösen Quellen sind, weil wo sind die Journalisten und wo sind vor allem die Redakteure, die in den letzten Jahren in Eigeninitiative noch die Zeit hatten zu recherchieren, die nicht nur das durch die Medien kauen, was man sowieso an jeder Ecke lesen kann, sondern in der Eigeninitiative mal recherchieren und in die Tiefe gehen. Und diesen Journalismus vermisse ich enorm und der lässt auch zu, dass derartige Politik immer mehr Ansehen gewinnt. Die Medien unterhalten sich zum Beispiel viel lieber darüber, dass irgendeine Politikertochter Urlaub in Monaco macht, während der Papa in der Politik beispielsweise untersagt, dass gereist werden soll. Und genau das ist doch das, was die Deutschen möchten. Man braucht Unterhaltung, man braucht was, worüber man sich das Maul zerreißen kann, aber man denkt nicht wirklich darüber nach, was eigentlich mit unserer Zukunft passiert, wenn diese Politik in Zukunft wirklich Realität werden sollte. Was können Sie also dagegen tun? Gehen Sie wählen, vergessen Sie nicht ab und zu mal geistiges Recycling zu betreiben, die digitale Welt abzuschalten und vielleicht auch mal raus in die Natur zu gehen und ja, einfach mal wieder zurückzukommen und drüber nachzudenken, worum es uns eigentlich allen wirklich gehen sollte. Dass diese Politik nichtsdestotrotz auch Auswirkungen auf unseren Geldbeutel, und zwar auf jeden hat, das erkläre ich in diesem Video. Dort zeige ich nämlich auf, wie der Steuerhammer, der mit der neuen Politik auf uns zurollt, sich auf jeden Einzelnen auswirkt. Abonnieren Sie gerne auch unseren YouTube-Kanal und schauen Sie noch in die anderen Videos rein. Lassen Sie uns einen Daumen hoch da und schreiben Sie mal in die Kommentare, wie Sie das sehen. Sehe ich es zu kritisch? Ich wäre gerne offen für eine Diskussion und für den Dialog. Auf Wiedersehen und Tschüss.